Hallo liebe Kikit-Freunde, hier nochmal ein schnelles Video ohne Intro, aber das ist wichtig. Ich hatte euch ja gestern zum Kikit 8 gezeigt, wie man hier mit diesen Pin-Hilfsmitteln, also das heißt den Pin markieren kann und dann mit Rechtsklick diese Pin-Hilfsmittel hier entsprechend nutzen kann. Heute möchte ich euch noch zeigen, wie wir hier Pins auch schnell mit Alias-Namen umbenennen können. Ganz wichtig ist aber eine Einstellung, sonst kommt ihr hier in einen Fallstrick rein, und zwar unter Einstellungen. Unter den Einstellungen müsst ihr bitte hier im Schaltplan-Editor nach unten, also öffnen, Schaltplan-Editor und Bearbeitungsoptionen öffnen. Wenn hier bei Anklicken eines Pins wählt das Symbol der Haken drin ist, nehmt das bitte raus. Ich mache den mal hier beispielhaft rein, mache mal OK und dann sehen wir Folgendes. Wenn ich jetzt hier den Pin, erstens mal kann ich die Pins, nur den Einzelpin hier nicht auswählen, sondern ich kann hier nur den Pin anklicken, beziehungsweise hier innen reinklicken. Na, jetzt möchte er wieder hier eine Wire ziehen. Ihr seht das, also ich kann diese Pins hier nicht mehr markieren, die werden nicht mehr unterlegt. Ich kann nur das ganze Symbol auswählen und dann funktioniert das eben nicht mehr. Und ich sehe auch, wenn ich jetzt hier rechts draufklicke, erscheint hier ein geändertes Kontextmenü und ich kann das also nicht nutzen. Also bitte darauf achten: Einstellungen, hier Bearbeitungsoptionen, Anklicken eines Pins wählt Symbol, Haken raus, okay, und schon sehen wir hier, ich kann jetzt wieder den einzelnen Pin anwählen und hier auch einen Rechtsklick drauf machen und schon sehen wir die elektrischen, die PIN-Hilfsmittel. So, jetzt möchte ich euch noch die PIN-Aliase zeigen. Das ist auch eine gigantische Neuerung, die ich fantastisch finde. Und zwar möchte ich euch das hier an diesem Arduino Atmega zeigen. Und zwar hatte ich immer das Problem, ihr seht ja, ich kann ja hier am Arduino eben meine Pins hier unterschiedlich nutzen. Ich kann jetzt hier den als GPIO nutzen, zum Beispiel hier den D12 kann ich als GPIO nutzen. Ich kann den aber auch als MISO nutzen, beziehungsweise ich kann hier andere Pins noch als PWM-Pins nutzen. Dann haben wir hier TXRX und ich hatte dann immer das Problem, oder die analogen Pins hier drüben, und ich hatte dann immer das Problem, wenn wir jetzt hier diesen AT-Mega genommen haben. Dann stand hier nur PD 0 bis 7 oder eben C, je nachdem. Und jetzt musste ich jedes Mal im Pin-Layout vergleichen, PB4, dann hier rüberklicken, gucken, was ist PB4. Ach ja, PB4 ist dann hier eben zum Beispiel der MISO D12-Anschluss. Das kann ich jetzt umgehen. Ich gehe jetzt mal hier rauf, mache hier einen Rechtsklick und sage, ich möchte das Symbol bearbeiten. In dem Fall mache ich jetzt mal hier nur eine lokale Bearbeitung, nicht in der Bibliothek. Wenn ich also hier ein Symbol, was schon im Schaltplan liegt, nur in der Library, im Symboleditor bearbeite, wird das nicht in der Library bearbeitet, sondern nur im Schaltplan. Funktioniert aber dann mit der Library genauso. Zeige ich vielleicht nochmal zum späteren Zeitpunkt. Ich verschiebe mal hier die Beschriftungen und dann gehen wir gleich mal hier auf den PB4 drauf. Und ich mache einen Doppelklick drauf, dann haben wir hier also PB4 und jetzt kann ich hier unten alternative PIN-Namen hinzufügen und dann geben wir mal rein hier, also PB4 ist hier einmal D12 als GBIO. Das heißt, ich mache jetzt hier ein Plus, sage hier Dora 12 als GBIO, dann haben wir hier auch das als bidirektionalen Eingang. In dem Fall macht das auch Sinn, denn kann ich da hier als Eingang oder Ausgang schalten, wenn ich das als GPIO nutze. Dann kann ich aber eben auch noch den PB4 als MISO, also Master In Slave Out, nutzen. Da gehe ich hier wieder rein, sage OK, schreibe hier dazu MISO, Master In Slave Out. Jetzt ist es aber automatisch, wenn ich den als MISO-Pin nutze, kein bidirektionaler Ding mehr, sondern hier in dem Fall Master In, also ein Eingang. Dann kann ich jetzt hier sagen OK. Dann ist das auch hinterlegt. Und dann schauen wir mal, können wir hier noch was nutzen? PB4, ja, PWM-Pin ist es jetzt nicht. Aber ich möchte euch hier noch am Clock-Pin was zeigen. Das wäre dann die 13, also PB5. Gehen wir hier nochmal rein. Nehmen wir hier den PB5. Doppelklick drauf. Und dann machen wir hier SCK für den Clock-Pin. Das ist dann in dem Fall ein Ausgang. Ich stelle ja den Takt zur Verfügung und dann kann ich jetzt hier sogar noch den
Wert ändern auf einen Taktanschluss. Dann schauen wir noch mal rein. Wir haben das noch als D13, als GBIO ist es noch nutzbar. Gehen wir also hier noch mal dazu mit DORA 13 und hier dann wieder bidirektional in dem Fall als GBIO. Das wäre dann das. Und jetzt möchte ich euch noch einen analogen Eingang zeigen. Analog haben wir hier PC, nehmen wir mal hier den PC0, das ist dann also D14 und als Analogeingang. Also PC0, dass ich keinen Fehler mache. PC0, also hier Doppelklick drauf. Und jetzt kann ich hier eben hergehen und sage, möchte den PIN jetzt bezeichnen. Ich mache das so, machen wir den als analog in, A in. Das in soll dann tiefer gestellt sein. Auch das funktioniert hier also mit dem Unterstrich und den geschweiften Klammern. Kann ich jetzt hier das in reinsetzen, dann wird das tiefer gestellt und das wäre dann analog in 0. In dem Fall ein Eingang. Wir haben ja keinen analogen Ausgang. Dann kann ich das auch noch als D14 nutzen. Ich gehe also hier nochmal rein, sage jetzt hier DORA 1.4, halt als GBIO, dann wäre es wieder bidirektional. Und ich sage okay. Dann speichere ich das Ganze und wir gehen jetzt mal runter in den Schaltplan und jetzt kann ich hier eben einen Rechtsklick drauf machen, dann sehen wir hier die PIN-Funktion und da stelle ich das also mal um, kann ich jetzt also hier von PB4 umstellen auf D12, dann wäre das jetzt ein GBIO oder ich kann eben hier umstellen auf MISO, dann steht hier MISO dran und das Tolle ist sogar, er ändert mir hier die Funktionen, auch das zeige ich nochmal, ich stelle den jetzt mal hier auf Clock um, auf PB5 hatten wir ja hier den Clock eingestellt. Achtet mal auf den PIN, jetzt haben wir hier eine gerade Linie und sobald ich das jetzt hier auf Clock umschalte, hatte ich das ja als Takteingang, Ausgang deklariert, als Taktanschluss, dann sehen wir auch, ändert sich hier sogar die Bezeichnung von dem PIN und wenn ich jetzt hier die Pins markiere, mache einen Rechtsklick und sage PIN-Hilfsmittel und ziehe mir jetzt mal hier zum Beispiel die hierarchischen Bezeichner heraus, dann sehen wir, werden hier auch automatisch die Bezeichner angepasst, in dem Fall jetzt hier ein Ausgang, hier ein Eingang. Ich mache die mal wieder weg und sage jetzt, ich mache hier ein D12 GBIO wieder draus, markiere nochmal diese drei hier und gehe wieder auf elektrische PIN, sage jetzt hier wieder den hierarchischen PIN rausziehen und dann seht ihr, hier ist es jetzt eben sogar auch geändert von Ausgang auf ein bidirektionales System, weil der GBIO ist ja als bidirektional deklariert. Das funktioniert auch, wenn ich jetzt hier, ich lösche das nochmal weg, das funktioniert auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel über die PIN-Hilfsmittel die globalen Bezeichner raushole, dann macht er das eben genauso bidirektional. Merkt euch mal hier dieses Symbol. Ich ändere hier nochmal mit Doppelklick die PIN-Funktion auf MISO. Dann hatten wir ja da einen Eingang. Hoppala. So, dann schmeißen wir das nochmal raus. Wir markieren nochmal. Ziehen uns jetzt hier nochmal den globalen Bezeichner raus. Und wir sehen, er passt das hier dann also sofort alles an. Wunderbar. Das ist also eine gigantische Geschichte, die hier wirklich das Arbeiten unwahrscheinlich erleichtert. Und ich denke, ich habe euch damit auch erstmal geholfen. Ich habe auch beschlossen, dass ich jetzt erstmal einige Specials mache zu den Sonderfunktionen von KiCad. Das ist, glaube ich, für die Fortgeschrittenen hier wichtiger und werde dann zu einem späteren Zeitpunkt anfangen, für Einsteiger hier die Grundfunktionen von KiCad zu erklären, wobei Einsteiger können auch hier den KiCad 7 Kurs erstmal anschauen, weil sich im Prinzip so wesentliche Sachen nicht geändert haben. Ich möchte aber erstmal jetzt hier für die Sonderfunktion, die neue Funktion einige Specials machen für euch. So, bleibt gesund und wir hören uns bis die Tage. Ciao!